Wie sieht Shy Guy eigentlich unter seiner Maske aus? Dazu gibt es drei Möglichkeiten, die ich euch nun alle vorstellen werde. Zuerst erstmal die offensichtliche Variante, und zwar kann man bei Luigi's Mansion den Geister-Shy Guys einfach die Maske runtersaugen und man sieht wirklich ein Gesicht. Ist es etwa German Let's Play? Oder doch war Luigi der Bananenschäler? Nein, es ist Manuel Neuer. Okay, Spaß, man sieht halt einfach nur ein schwarzes Gesicht, was auch nicht wirklich aussagekräftig ist, da es ja auch Geister sind. In Mario Football gibt es eine Szene, wo er seine Maske verliert, aber wir sehen sein Gesicht nicht, weil die Kamera da nicht hinschwenkt. Mit Hilfe eines Hacks kann man mir aber erstens reinfolgen und zweitens die Kamera schwenken, nur um dann zu sehen, dass er unter seiner Maske noch eine Maske trägt. Das gibt mir irgendwie Kakashi-Vibes. Und in Mario Power Tennis verfolgen wir dasselbe Prinzip und das Ergebnis ist, sehr verstörend. Aber da waren die Designer wohl einfach zu faul, etwas zu designen, was man eh nicht sieht. Ganz klar!